Im letzten Teil der Einleitung werden wir uns jetzt einen kleinen historischen Überblick verschaffen und uns also anschauen, was waren denn so die wichtigsten Entwicklungen im Bereich des Information Retrieval, wo kommt der Begriff eigentlich her und wo liegen vielleicht die Wurzeln? Wenn man sich so fragt, wo die Wurzeln liegen, könnte man vielleicht ja darüber nachdenken, okay, wahrscheinlich gibt es sowas wie Retrieval ungefähr seit den Anfangszeiten der Rechenmaschinen, die irgendwie automatisch laufen, also vielleicht sowas wie 1940er, 1950er. Und es ist auch gar nicht so falsch, wenn wir dann sehen, der Begriff ist eben um die 1950er Jahre dann so entstanden, hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Aber eigentlich liegen die Wurzeln des Information Retrieval noch viel, viel weiter zurück. Und zwar im Prinzip bis hierhin zurück. Das sieht so ein bisschen ägyptisch aus, vielleicht, wenn man sich das anschaut. Und das soll es auch sein. Es ist im Prinzip ein Bild, wie man sich die Bibliothek von Alexandria vorstellt. Und natürlich ist es kein zeitgenössisches Bild. Wäre ja quasi tausende Jahre alt im Prinzip. Aber Bibliotheken sind eine Form von im Prinzip Information Retrieval, aber eben eine manuelle Form. Was machte man denn, wenn man in eine Bibliothek geht oder vielleicht auch heutzutage noch? Man geht zu einem Bibliothekar und sagt, mich interessiert dieses oder jenes Buch, und der Bibliothekar weiß dann genau, wo das steht. Ist ja im Prinzip sowas Ähnliches wie eine Suche, nur eben manuell. Und man könnte so einen Bibliothekar im Prinzip auch ansprechen und sagen, ich suche ein Buch zu diesem oder jenem Thema, wenn man gar nicht weiß, von wem das ist. Und er wüsste trotzdem, wo die wahrscheinlich zu finden sind oder ob es überhaupt was in der Bibliothek dazu gibt. Also eine der allerersten Frühformen des Retrievals. Und warum sind wir hier bis zur Bibliothek von Alexandria zurückgegangen? Naja, da gab es einen Mitarbeiter, Kallimachos, der hat sich ein Ziel gesetzt, und zwar im Prinzip zu katalogisieren, was es denn alles in dieser Bibliothek von Alexandria gibt, sodass man das eben mal im Überblick sehen kann und vielleicht dann eben auch als Bibliothekar besser verstehen kann, was es wo in der Bibliothek gibt. Zu Hochzeiten der Bibliothek lagen da hunderttausende Schriftrollen, also sowas wie 400 bis 700.000 schätzt man. Irgendwann, wissen Sie wahrscheinlich, ist es abgebrannt und das ganze Wissen verloren gegangen. Im Prinzip ist ja die Alexandria-Bibliothek auch so eine Art, ja, Wissensspeicher gewesen, weil die ja versucht hatten, im Prinzip von allem, was es da weltweit, in der bekannten Welt zumindest, an Schriftrollen gab, irgendwie eine Kopie zu bekommen und im Prinzip dann vielleicht zu diesem Zeitpunkt aus der Sicht des Mittelmeerraums im Prinzip das komplette Wissen in der Bibliothek von Alexandria vorhanden war. Und das wollte Kallimachos erschließen, indem er halt gesagt hat, okay, wir schreiben mal sogenannte Pinakes, das sind so kleine Kurzabschnitte, also wer hat eine Schriftrolle geschrieben, ein bisschen verschlagwortet und er hat sich dann auch noch vorgenommen, die ersten Worte im Prinzip in so eine Art Katalog aufzunehmen. Und dieser Katalog ist dann eben eine der Frühformen von solchen Bibliothekskatalogen und vielleicht auch eine der Frühformen, wie man eben manuell dann so ein Retrieval durchführen kann, indem eben die Bibliothekare auch wissen, was in dem Katalog wo zu finden ist und dann den Katalog benutzen, um eben nicht alles im Kopf behalten zu müssen. Also über den Zugriff auf so einen Katalog besser zu wissen, was wo in der Bibliothek steht. Man sich da so ein bisschen für interessiert, man kann die ganze Geschichte im Prinzip auch auf der Wikipedia oder so nachlesen, aber ein paar Bemerkungen sind auch hier nochmal gemacht. Das Wichtigste vielleicht im Prinzip hier unten, dass der Kallimachos eben gesagt hat, okay, wir sortieren diese Pinakes nach Autor und auch sowas wie Genre, also sowas wie Stichworte alphabetisch, sodass man es eben schneller finden kann. Und das konnten dann die Bibliothekare im Prinzip durchführen. Das ist im Prinzip eine erste Form von Zettelkatalog und solche Zettelkataloge, vielleicht haben Sie die selber auch schon mal noch irgendwo kennengelernt in Bibliothekeinrichtungen oder sie greifen einfach heutzutage wahrscheinlich immer über ja, Webseiten und Online-Kataloge auf diese Bibliothek zu. Aber früher gab es sowas wie solche kleinen Schränke, meistens am Eingang der Bibliothek oder irgendwo da, wo die Bibliothekare waren. Und in diesen Schränken, da steckten so Zettel, die im Prinzip auf Kurzform Autor, Titel des Buches oder Titel des Dinges, was in der Bibliothek gelagert ist und so ein bisschen Eckdaten, Metainformationen, wann wo erschien und von welchem Verlag, vielleicht wie viele Seiten oder so. Und ganz wichtig, auf diesen Zetteln stehen auch solche sogenannten Klassifikationsmetadaten, also irgendwie eine Information, als unter welchem, ja, welchem breiteren Thema dieses Objekt, meistens ja Bücher, einzuordnen wäre. Und mit dieser Klassifikation findet man es dann auch relativ schnell eigentlich in der Bibliothek wieder, weil es eben einfach Nummern sind, zu denen man weiß, wo in welchem Raum die entsprechenden Bücher oder Einträge der Bibliothek gelagert sind.
So ein Zettelkatalog kann ziemlich groß werden. Das hier ist ein Bild, so aus den 1930ern, glaube ich, von Bibliothek der Library of Congress, der Bibliothek des US-Kongresses. Eine sehr, sehr große Bibliothek. Und wenn man das sich hier so ein bisschen genauer anguckt, das sind alles Zettel. Also ein riesiger Zettelkatalog. Und da sind im Prinzip menschliche Suchmaschinen, also Bibliothekare, die in diesen Zettelkatalogen nachschauen, was die Nutzer vielleicht hier der Bibliothek gerade fragen. Also irgendwo hat jemand diese Person hier angesprochen und gesagt, ich suche ein Buch zum Thema, keine Ahnung, Ursprünge der Mathematik in Griechenland oder so, und dann weiß diese Person, ah, ich muss im Zettelkatalog ungefähr hier gucken, und dann finde ich die entsprechenden Bücher und kann demjenigen, der da die Frage gestellt hat, sagen, wo gegebenenfalls zwei, drei Bücher, die ihn interessieren könnten, in einer riesigen Bibliothek stehen. Das Ganze ist natürlich aufwendig, man braucht eine Menge Personal, wird irgendwann vielleicht ein bisschen teuer, skaliert vielleicht auch gar nicht so richtig gut, und deswegen haben sich viele Leute dann später überlegt, dass man das Ganze vielleicht online machen sollte zum Durchsuchen. Heutzutage gibt es WorldCat, einen riesen Katalog von sehr, sehr vielen Bibliotheken weltweit, den man im Prinzip online durchsuchen kann. Aber die Grundform ist immer noch, dass man im Prinzip sowas hat wie Metadaten, die etwa sind Autor, irgendwie sowas wie ein Thema für die entsprechenden Bücher und vielleicht auch sowas wie Titel, nach denen dann vielleicht diese Zettelkataloge sozusagen früher sortiert waren oder die man heute eben online findet. Und die Frage, was entstehen denn dann so für Probleme? Das sind vielleicht drei Fragen, die wir dann in der Online-Synchron-Fragerunde oder eben in einer gegebenenfalls Präsenzveranstaltung oder sowas vielleicht besprechen würden. Eine Frage 1 ist, könnten Sie mal drüber nachdenken, was sind denn Probleme, wenn ich so einen Zettelkatalog nach Autor sortiere? Was könnten da für Probleme entstehen? Kläre ich jetzt nicht direkt hier im Screencast, denken Sie ruhig selber nochmal drüber nach einen Moment. Zweite Frage, was ist denn ein Problem, wenn ich solche Zettel in so einem Bibliothekskatalog nach Thema oder eben dem übergeordneten Thema, um das es in diesem Buch beispielsweise geht, wenn ich das zum Organisieren benutzen will. Was muss ich da überhaupt alles können? Ist das so einfach? Frage 2 und Frage 3. Wenn ich jetzt nach Autor, Titel oder Thema suchen kann, was fehlt mir denn eigentlich noch? Vielleicht das, was Sie gern suchen würden oder so. Denken Sie da mal drüber nach. Können wir uns gern in einer synchroneren Variante der Veranstaltung dann mal drüber unterhalten. Trotzdem haben natürlich jetzt viele Leute gemerkt, irgendwie skaliert das Ganze nicht, hatte ich schon gesagt. Also man braucht, wenn der Katalog größer wird und wenn ich mehr Zugriffe sozusagen bekomme, immer mehr menschliche Bibliothekare. Das hat irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Die stehen sich vielleicht sogar in so einem Bibliotheksraum, in dem der Katalog untergebracht ist, irgendwann im Weg und es dauert alles zu lang. Deswegen hat sich quasi auch schon sehr zeitig jemand überlegt, wie man das Ganze maschinell machen könnte. Und das hat beispielsweise dazu geführt, dass Emanuel Goldberg eine sogenannte Statistical Machine entworfen hat. Das ist eigentlich ja, vom Ursprung her ein Deutscher gewesen. Er ist dann emigriert in die USA und hat dann so eine Statistical Machine entworfen, die inspiriert war im Prinzip durch das Kino. Und er hat nämlich gesagt, statt so einen Zettelkatalog anzulegen, könnten wir das Ganze doch einfach sozusagen fotografieren und auf so einem Stück Mikrofilm, also das hier soll einen Film darstellen, mit so, früher hatten Filme eben solche Ränder, in die Zahnräder eingreifen konnten, sodass es so ein bisschen durch Rollen laufen konnte. Das sind also hier diese Löcher am Rande, diese eingestanzten Dinge. Auf dem eigentlichen mittleren Teil des Films sind so die Inhalte, beispielsweise ein Foto von jeder einzelnen Seite eines Dokuments oder so. Und ganz wichtig, in diesen Mikrofilmen sind noch so Muster eingestanzt, solche Löcher hier. Und diese Muster sind im Prinzip dafür gedacht gewesen, diese Metadaten, die in so einem Zettelkatalog gespeichert werden, als Metadaten auf diesen Mikrofilm zu bannen, in einer Art Codierung, wie man es vielleicht als Informatiker auch sich erwarten würde. Und wenn man jetzt was sucht in diesem Katalog, der jetzt komplett quasi auf Mikrofilm gebannt ist, dann sucht man mit so einem Muster, mit einer Karte, in die man auch entsprechend Löcher stanzt und lässt also den Film an diesem Suchmuster, an dieser Karte mit den Löchern vorbeilaufen und fragt, wann ist denn dahinter mal eine Fotozelle in der Lage, quasi durch alle Löcher Licht zu empfangen? Und an der Stelle würde dann der Film aufhören, weiterzulaufen. Und man könnte ihn, indem man einfach, also hier ist sozusagen diese Sucheinrichtung, die hier vergrößert ist, man könnte ihnen sozusagen ein kleines Stück vorspulen und dann sagen, okay,
Jetzt mache ich es mal wieder im Kino und projiziere dieses entsprechende Stück auf eine Projektionsfläche und da kann man es dann lesen. Also eine allererste Art einer automatischen Suche. Das Patent wurde eingereicht 1927, also schon ziemlich zeitig. Er hat das jetzt noch nicht Information Retrieval genannt oder so, aber im Prinzip eine allererste Art einer mechanischen Suche. Nicht mehr den Menschen, den man in der Bibliothek anspricht, sondern eben ein über im Prinzip, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kinoinspirierte Form der Suche in Objekten, die ich fotografiert habe, auf einem langen Stück Film sozusagen abgelegt habe. Ja, das hat sich dann nicht so richtig durchgesetzt, aber das Patent wurde erteilt und ist im Prinzip eines der allerersten mechanischen Retrieval-Systeme gewesen. Was sehr viel bekannter geworden ist, ist das sogenannte Memex von Vannevar Bush. Der hat da 1945 einen Artikel zugeschrieben und hat gesagt, im Prinzip, was ich mir wünschen würde, ist ein Schreibtisch. Deswegen ist hier so eine Art Tisch. Also man würde hier dran sitzen, das ist die Tischplatte und drunter ist sind quasi irgendwie zwei so Container. Da steckt eine Maschine drin in diesem Schreibtisch. Er wünscht sich einen Schreibtisch, der sozusagen für ihn Retrieval-Aufgaben erledigen kann. Das Ganze sieht auch noch sehr mechanisch aus. Hier drin laufen auch irgendwelche Bänder und so weiter. Aber im Prinzip hat er gesagt, dieser Schreibtisch, was soll der alles können? Na, er soll für ihn Dinge finden können. Er soll Kommentare aufnehmen können, die er für Dinge anlegt. Also quasi Notizen, die er dazu schreibt. Und er möchte auch mal so drin rumbrowsen können. Also im Prinzip schon so eine Art Idee der Links, die man heute im Web kennt. Und er möchte eben solche Cross-Referenzen anlegen können, dass man sagt, ah, das und das, das gehört irgendwie zusammen. Was er sich auch noch dabei ausgedacht hat, ist, dass man im Prinzip ja, um das gut funktionieren zu haben, sowas wie eine Kamera am Kopf tragen könnte und alles aufnimmt, was man so über den Tag macht. Also quasi eine allererste Form des Live-Loggings und diese Geschichte mit diesem Browsing, also eine allererste Art Inspiration für im Prinzip die Verlinkung von Dokumenten im Web. Und das Ganze 1945 geschrieben, den Artikel kriegt man auch noch im Web frei verfügbar, kann man sich durchlesen, liest sich nicht unbedingt wie Science Fiction, aus heutiger Sicht zumindest nicht, liest sich immer noch ganz gut. Damals war es aber wahrscheinlich wirklich Science Fiction und auch das hat sich natürlich nicht 1945 umsetzen lassen, aber Memex ist immer noch eine sehr, sehr einflussreiche Idee, die mittel- oder unmittelbar vielleicht die eine oder andere Entwicklung dann tatsächlich inspiriert hat. Also 1945, schon eine ganze Weile her. Das Ganze immer noch mechanisch, also man sieht hier drin Dinge rollen, müssen sich bewegen und irgendwelche anderen Geschichten. Auch die Eingabe war eher mechanisch. Aber es hatte eben zwei Displays zum Lesen und Kommentieren und insgesamt im Prinzip eine Art Suchmaschine für den persönlichen Dokument. Bereich, den man eben so selber gelesen hat. Manchmal braucht man vielleicht einfach nur eine Suche in den Sachen, um die man in den letzten Jahren selbst gelesen hat, weil man weiß, ah, eigentlich weiß ich das, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Wo ist es denn? Und das sollte Memex im Prinzip liefern. Jeder hätte dann im Prinzip so eine Art Schreibtisch bei sich stehen und hätte seine eigenen Erinnerungen durchsuchen können. Also jetzt nicht direkt mit Brain Interface oder so, aber eben die Dinge, die man gesehen hat, hat er sich so vorgestellt. Auch das eben nicht so ganz praktikabel, hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Aber im Prinzip die Idee, Dinge auf Maschinen abzuspeichern, wenn Sie sich so ein bisschen erinnern, 1940er gab es dann auch die Entwicklung hin zu ja, Computern im Sinne, wie wir sie heute vielleicht verstehen, also nicht mehr alles nur mechanisch und so. Diese Idee hat dann eben auch da einen fruchtbaren Boden gefunden. Und 1948 hat dann Holmström vorgeschlagen, eine Maschine, die es gab, eine sogenannte UNIVAC-Maschine, die stand in den USA, auch, beziehungsweise er beschreibt, was die gemacht haben. Er hat das nicht vorgeschlagen, sondern er beschreibt das. Das war eine Maschine, da gab es im Prinzip eine Schreibmaschine als Eingabe, also konnte man Texte sozusagen eingeben, irgendwie kodieren und zwar auf so einem magnetischen Stahlband. Man konnte also Texte von Dokumenten speichern. Und auf so einem Stahlband magnetisiert hinterlegen und suchen konnte man dann, und das ist im Prinzip der wichtige Teil hier, 1948 konnte man mit dieser UNIVAC-Maschine in Dokumenten suchen, indem man dann eben sagt, okay, was ist das Suchmuster, was ich will, und dann lief das Band, das Stahlband, mit einer Geschwindigkeit von 120 Wörtern pro Minute durch und man konnte dann im Prinzip Dinge finden. Er hat dann auch noch bemerkt, wenn man das Ganze rückwärts laufen würde, könnte ich auch alles rückwärts ausgeben. Jetzt auch nicht unbedingt praktisch relevant, aber man hätte auf dieser allerersten Idee, auf einem
echten Computer sozusagen zu suchen, schon tatsächlich mit einer Geschwindigkeit von 120 Wörtern pro Sekunde eine große Kollektion von Dokumenten durchsuchen können. Vielleicht jetzt nicht die Geschwindigkeit, die unbedingt besonders praktikabel ist aus heutiger Sicht, aber eben damals Stand der Technik. Und was er eben vorgeschlagen hat, ist die erste im Prinzip computerbasierte Retrieval-Variante. Also suchen mit einem echten Computer, nicht mehr mit einem mechanischen Gerät, sondern mit einem eher elektronischen Gerät. Moores hat dann 2 Jahre später tatsächlich als erster den Begriff des Information Retrievals benutzt. Also eben in dem Bericht von Holmström stand ja noch Suche im Prinzip da. Suche und Information Retrieval benutzen wir natürlich immer mal synonym, aber Moores hat dann 1950 gesagt, na, im Prinzip das, was wir als Problem haben, nämlich immer mehr Dinge, er sprach über auch noch Bibliotheken, also das Ganze immer noch bibliothekszentriert. In den Bibliotheken werden immer mehr technische Berichte abgelegt und eigentlich möchte man im Prinzip zumindest in den Abstracts, also in den Kurzzusammenfassungen dieser technischen Berichte suchen können. Das geht als Mensch gar nicht mehr so richtig, selbst mit Bibliothekaren. Es gibt einfach viel zu viel. Das, was wir brauchen, ist also etwas, was Information Retrieval unterstützt. Und die aktuelle Entwicklung um die 1950er rum, die war eben so, dass im Prinzip alle, die auf dieser Konferenz, wo er diesen Vortrag gehalten hat, waren, auch seiner Meinung nach wissen, wie frustrierend eben die Bibliotheksnutzung ist, weil man einfach so lange wartet, bis irgendwas gefunden wird und so. Ja, das hat dann dazu geführt, dass dieser Begriff des Information Retrieval eben immer mal wieder gebraucht wurde und seit 1950, also mittlerweile 70 Jahren, hat sich dieser Begriff irgendwie etabliert. Es ist jetzt noch 1950 kein Wissenschaftsgebiet gewesen, aber eben eine Problemstellung, wo die Leute gesagt haben, na, im Prinzip diese ganzen Objekte, die in die Bibliotheken kommen, die will man durchsuchen können und mit Menschen, das skaliert einfach nicht. Wir brauchen die Unterstützung von Maschinen. Also wirklich entwickelt hat sich dann noch nicht direkt ein Retrieval-System daraus oder so, aber es gab eben dann anschließend auch noch zum Beispiel eine Masterarbeit von Beckley, 51, der eben sowas gesagt hat wie nur für die Chemie. Naja, 1920, da gab es ungefähr 180.000 Abstracts. 15 Jahre später waren es schon 382.000 Abstracts, also quasi mehr als verdoppelt. Wenn das so weitergeht, Ende der 50er, würden wir dann erwarten, dass es über 1 Million Abstracts sind. Und wenn das dann noch so weitergeht, in den 60ern 1,8 Millionen. Das kann kein Mensch mehr im Kopf behalten. Man muss also im Prinzip Maschinen benutzen können, um das zu unterstützen. Und wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, was gerade so in diesen allerersten Jahren dann passiert ist, es gibt zwei gute Berichte dazu. Einmal von Donna Harman, die aus diesem Umfeld der TREC-Konferenz in den USA kommt und im Prinzip einen historischen Abriss auch zum Retrieval selbst liefert. Oder auch einen Artikel von Sanderson und Croft, beides sehr bekannte Personen im Bereich des Information Retrieval, die so die Geschichte nochmal so ein bisschen aufrollen. Und das, was wir jetzt hier so ein bisschen in Kurzform uns anschauen, alles noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Ja gut, jetzt hat man festgestellt, dass im Prinzip Maschinen helfen sollen. Und jetzt müsste man über diesen Unterstützer der Maschine natürlich irgendwie ein bisschen genauer nachdenken. Wie will man das machen? Taube hat dann so in den 50ern gesagt, also nachdem es den Begriff des Retrievals so gab und eben das Bewusstsein sich so durchgesetzt hat, irgendwie diese Explosion sozusagen der verfügbaren Informationen, die führen dazu, dass die Menschen das nicht mehr manuell handhaben können. Übrigens eine Parallele zum vielleicht auch der heutigen Zeit, wo viele so von Information Overload und so sprechen. Nee, den gab es schon 1950 im Bereich der Bibliotheken. Also auch das wieder nichts Neues. Der Taube hat dann eben vorgeschlagen, so ein sogenanntes Coordinate Indexing zu machen und zu sagen, wir einigen uns einfach mal so auf so ein Vokabular, die sogenannten Uniterme und versuchen diese Uniterme abzuspeichern für Dokumente und dann könnte ich im Prinzip für jedes Dokument so eine Art Äquivalent zu diesem Zettelkatalog einer Bibliothek hinbekommen, indem man eben dann in diesem kontrollierteren Vokabular der Uniterme sucht. Und wenn ich so ein Uniterm auf so eine Art quasi elektronisches Äquivalent eines Zettels aus so einem Zettelkatalog abspeichere, dann nenne ich das Posting. Und dieser Begriff des Postings, der wird uns auch in der Vorlesung wieder begegnen, wenn wir über das Indizieren von Dokumenten mit Maschinen sprechen. Also der hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Und was man machen konnte dann, beziehungsweise was sein Vorschlag war für so ein Coordinate-Indexing-Suchsystem, ja, man kann dann eben solche Uniterme benutzen, um alle entsprechenden Dokumente zu finden, die enthalten. Oder wenn ich eine Kombination von Unitermen habe, dann kann ich versuchen,
alle Dokumente zu finden, die mindestens einen größeren Teil dieser sogenannten Uniterme enthalten. Das war das Coordinate Indexing, eine der allerersten Ideen, wie man das maschinell machen könnte. Loon hat dann auch in den 50ern vorgeschlagen, nicht einfach nur zu schauen, ob bestimmte Terme vielleicht vorkommen oder eben solches Uniterm-basiertes Coordinate Indexing zu machen, sondern hat gesagt, irgendwie ist ja auch wichtig, wie häufig so ein Term vielleicht in dem eigentlichen Text vorkommt. Also er hat nach Termhäufigkeit gesagt, sollte man ranken. Und je häufiger Terme aus quasi einer Anfrage eines Nutzers sind, desto wichtiger, also je häufiger die in dem Dokument vorkommen, desto wichtiger wird dieses Dokument wahrscheinlich für die Anfrage sein. Und das ist immer heute noch ein Teil von vielen Retrieval-Systemen, dass man eben über die Termhäufigkeit so ein bisschen versucht, Gewichte zu verteilen. Also auch das ist eine sehr inspirierende Idee gewesen. Und schließlich auch noch in den 50ern hat Cyril Cleverdon, der hat an einem College gearbeitet, das hieß Cranfield College, das sogenannte Cranfield-Paradigma entworfen, und er hat nämlich schon darüber nachgedacht, wie könnte man denn jetzt solche Retrieval-Systeme, die jetzt beispielsweise Coordinate Indexing machen oder Term-Frequency-basiert ranken, wie könnte man denn solche Systeme vergleichen? Also wie kriege ich raus, welche Ideen für das Information Retrieval eigentlich gut sind? Und er hat gesagt, na, im Prinzip braucht man eine Art statische Umgebung, also man braucht eine Dokumentkollektion. Er hatte an sowas gedacht wie beispielsweise Abstracts von technischen Berichten oder so. Man braucht eine Menge von Anfragen, also Informationsbedürfnissen von Nutzern. Und man braucht Relevanzbewertungen für Dokumente zu diesen Anfragen. Und dieser Dreiklang, also eine feste Kollektion von Dokumenten und Informationsbedürfnissen und dann dazu Relevanzbewertungen, dieser Dreiklang hat sich als das sogenannte Cranfield-Paradigma für die Evaluierung von Retrieval-Systemen sehr, sehr stark durchgesetzt. Die im Prinzip ein Großteil der TREC-Konferenz, eine sehr bekannte Konferenz, hatten wir kurz mal erwähnt, zum Bereich der Evaluierung von Retrieval-Systemen. Im Prinzip ein Großteil der TREC-Konferenz folgt diesem Cranfield-Paradigma, und auch noch sehr, sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Bereich Retrieval benutzen das Paradigma, einfach um zu vergleichen, welches von zwei, drei oder fünf Systemen eigentlich das Beste sein könnte oder welche ungefähr gleich gut sind. In den 60ern war dann ein ganz wichtiger Name Gerard Salton, also im Prinzip der von vielen als Vater des Information Retrieval bezeichnete Wissenschaftler. Der Name Vater oder diese Bezeichnung geht so ein bisschen darauf zurück, dass sehr, sehr viele wichtige Persönlichkeiten des Information Retrieval bei ihm promoviert haben. Also er einer der ersten war, der so eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe im Bereich des Retrieval aufgebaut hat und dann dadurch eben, dass viele wichtige oder die Personen, die bei ihm promoviert haben, dann so in wichtige Funktionen im Bereich der Wissenschaft und Industrie gewechselt sind, wird er von vielen als Vater des Information Retrieval gesehen. Und er hat natürlich auch dadurch, dass er in den 60ern einer der ersten war, der sich überhaupt ein bisschen genauer damit beschäftigt hat, sehr, sehr viele einflussreiche Artikel geschrieben und Ideen gehabt, die eben heute immer noch Teil von beispielsweise auch Websuchmaschinen sind. Er hat sowas gesagt wie, man sollte automatisch indizieren. Ja, heutzutage sagt man, okay, das ist, ja, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Damals war das eben eine wichtige Idee. Er hat gesagt, im Prinzip wollen wir den Volltext indizieren, damit wir in allen Wörtern suchen können und nicht nur in diesen vielleicht relativ starren Vokabularen von Unitermen oder eben solchen durch Menschen festgelegten Themenbezeichnungen oder sowas. Also im Prinzip will ich eine Suche im Volltext der Dokumente haben. Terme sollten gewichtet sein, also im Prinzip sowas wie Termhäufigkeit, ein bisschen weitergedacht. Man möchte vielleicht auch Feedback vom Nutzer einbeziehen, also wenn der sagt, oh, hier, das war jetzt aber kein so ein guter Treffer, den du mir da angezeigt hast, beziehungsweise den das System zurückgeliefert hat, dann soll das daraus lernen können im Prinzip oder eben seine Treffer verbessern können. Er hat sowas wie Clustering von Dokumenten als erster entwickelt. Also, was ist denn eigentlich Ähnlichkeit von Dokumenten? Wie konstruiert man Wörterbücher? Oder eben so eine Art Vokabular, was ein bisschen kontrollierter ist. Er hat entdeckt, und naja, im Prinzip ist uns das auch allen klar: Terme hängen irgendwie miteinander zusammen. Ne? Sprache ist relativ klar vorhersagbar. Diese Zusammenhänge zwischen Termen sollte man irgendwie auch beim Retrieval benutzen. Er hat gesagt, naja, wenn Terme schon zusammenhängen, dann möchte ich natürlich auch Phrasen indizieren und nach Phrasen suchen können. Es gibt sogenanntes Semantic-Indexing, also Worte, die syntaktisch sehr unähnlich sind, also sehr unterschiedliche Buchstabenfolgen benutzen, die aber semantisch vielleicht das Gleiche bedeuten. Das möchte ich irgendwie berücksichtigen können, hat er gesagt, um dann eben, wenn ich nach dem einen suche, auch Treffer zu finden, wo denn das Synonym beispielsweise benutzt wird. Er wollte schon
nicht nur ganze Dokumente zurückliefern, sondern vielleicht nur Absätze aus den Dokumenten, eben die, die die Informationen beinhalten, die der Nutzer haben möchte. Er hat über Zusammenfassungen nachgedacht, also lange Dokumente auf kurze Zusammenfassungen runterzubrechen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele einflussreiche Arbeiten, die aus seiner Gruppe und unter seiner Federführung dann entstanden sind und deswegen von vielen eben als der Vater des IR gesehen. In den 60ern hat sich dann auch im Prinzip die Idee durchgesetzt oder ist entwickelt worden, dass man Dokumente danach oder Ähnlichkeit von Dokumenten danach bestimmt, wie groß der Winkel zwischen zwei Vektoren ist, die so ein Dokument repräsentieren in einem hochdimensionalen Raum. Also im Prinzip, wenn ich mir für jedes Dokument aufschreibe, wie oft kommt welcher Term drin vor und ich habe das bekannte Vokabular einer großen Dokumentkollektion, also alle, die ich indiziert habe, dann könnte ich im Prinzip ein Dokument dadurch repräsentieren, dass ich einen Vektor in diesen Raum lege, der entsprechend viele Einheiten in die entsprechenden Dimensionsrichtungen geht, wobei die Dimensionen die einzelnen Wörter sind, die es im Vokabular der gesamten Kollektion gibt. Also kann man sich vorstellen, ich habe irgendwie ein paar Millionen Artikel, dann werde ich schon ein Vokabular so von 100.000 oder so Wörtern haben, habe ich einen 100.000-dimensionalen Raum und jedes Dokument stellt jetzt einen Vektor in diesem Raum dar und je größer der Winkel zwischen zwei solchen Dokumenten ist, desto unähnlicher sind sie, beziehungsweise je kleiner der Winkel ist, desto ähnlicher sind sie. Ein sehr einflussreiches Ähnlichkeitsmaß für Dokumente, was er damit entwickelt hat. Kosinusähnlichkeit wird auch heutzutage immer noch oft benutzt. Die ganzen Ideen, die sie so in dieser Gruppe entwickelt hatten von Gerard Salton, sind dann in das sogenannte Smart Retrieval System eingeflossen, um eben auch einen Demonstrator zu haben und der damals quasi der Stand der Technik war, dieses Smart Retrieval System, so einen. Ja, nicht in den 60ern unbedingt nur, aber auch bis 1970er, 80er haben die da immer noch dran weiterentwickelt. Salton selbst war dann auch der erste Träger des sogenannten Gerard Salton Awards, der alle 2, 3 Jahre mal verliehen wird im Bereich des Information Retrieval, der quasi der wichtigste Preis im Information Retrieval ist. Wenn man sich mal die Webseite anguckt mit den Preisträgern, das sind im Prinzip die wichtigsten Namen des Retrieval. Wissenschafts- und auch Industriebereichs. Und ja, der erste Preisträger war ja eben selbst. Und der Preis ist immer noch, trägt immer noch seinen Namen und wird immer mal wieder verliehen. Der Preisträger spricht dann auf der SIGA-IR-Konferenz eine Keynote. Und ja, das sind schon meistens sehr verdiente und auch meistens eher ältere Leute, die diesen Award dann quasi für so eine Art Lebenswerk gewinnen. So ist ähnlich wie Nobelpreis, aber eben natürlich eben nur in diesem kleineren Bereich des Information Retrieval, aber alle Preisträger eher schon so ein bisschen älter und quasi für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Interessanterweise, das könnte auch was sein, was wir dann in einer Präsenz- bzw. online-synchronen Fragerunde uns nochmal genauer anschauen. Also wenn es eine Präsenzvorlesung wäre, würden wir da jetzt ein bisschen drüber sprechen. Salton hat 68 mal eine Definition von Information Retrieval versucht aufzuschreiben und hat gesagt, Information Retrieval is a field concerned with the structure, analysis, organization, storage, searching and retrieval of information. Sieht jetzt nicht ganz aus wie die Definition, die wir uns überlegt hatten. Könnten Sie mal damit vergleichen und vor allem mal drüber nachdenken, was Ihnen vielleicht an dieser hier nicht so gut gefällt. Da könnten wir uns auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Was dann so in den 60ern noch als letzte Bemerkung vielleicht noch interessant ist, das, was sich da auch entwickelt hat, sind natürlich kommerzielle Anwendungen, also Retrieval-Systeme, die von Firmen entwickelt wurden und die eher so im Bereich der Jurisdiktion oder eben auch sowas wie Patentsuche oder so. Und die haben erstmal auf Boolesches Retrieval gesetzt und gesagt, okay, wir wollen alle Treffer zurückliefern, die die Terme der Anfrage enthalten. Das ist da oft auch sehr wichtig, aber der Nachteil, der da so ein bisschen dabei entstanden ist, beziehungsweise der Nachteil von Boolesch Retrieval allgemein, man kann nicht ranken. Also man kann nur sagen, okay, das hier sind die Dokumente, die die Suchanfrage-Term enthalten, aber ich habe keine Ordnung zwischen denen. Für viele Anwendungen ist das eben ausreichend, weil gerade so im Bereich Patentsuche oder so, da gibt es dann eben jemanden, der sich alle möglichen Patente anschaut, die vielleicht was mit einem neuen Patentantrag etwa zu tun haben. Das dauert dann aber eben. Gleichzeitig brauche ich dafür natürlich alle Dokumente. Wäre vielleicht trotzdem aber sinnvoll gewesen, das zu ranken, aber in diesen Bereichen wie Patentsuche oder auch so eDiscovery, das ist so dieses in den USA verbreitete Thema im Bereich der Rechtsprechung, wenn ich da quasi Suche ist immer noch heutzutage das weit verbreitetste Schema Boolesches Retrieval, also gar nicht zu ranken. Und das geht so ein bisschen darauf zurück, auf diese 1960er, wo eben die ersten
kommerziellen Systeme entwickelt wurden, die in beispielsweise Patientensuche oder sowas eingerichtet wurden. Ändert sich so ein kleines bisschen heutzutage. Manchmal sagen die, naja, vielleicht so ein bisschen Ranking wäre auch nicht schlecht dann. Aber am Ende gucken sie trotzdem im Prinzip alles an, was potenziell zu einer Anfrage passen könnte. In den 70ern, also quasi nächstes Jahrzehnt, wurde dann die termhäufigkeitsbasierte Art, über ein Ranking nachzudenken, ergänzt von Kernsberg-Jones, die gesagt hat, naja, wenn ich Termhäufigkeit benutze, da gibt es ja so ein paar Wörter in jeder Sprache, die im Prinzip extrem häufig sind, nämlich die Wörter, die eigentlich gar keine Bedeutung tragen. Also sowas wie Artikel oder solche Verbindungswörter wie und oder, die helfen eigentlich gar nicht so richtig weiter. Und sie hat gesagt, wir wollen ein Wort auch noch damit gewichten, nicht nur wie häufig es in einem Dokument vorkommt, sondern in wie vielen Dokumenten einer Kollektion, die ich durchsuche, es vorkommt. Und hat dann gesagt, in mehr Dokumenten kommen Wörter vor, die mir eigentlich gar nicht helfen, zwischen Dokumenten zu unterscheiden. Und deswegen, wenn ich den inversen Wert der Dokumenthäufigkeit, also in wie vielen Dokumenten kommt ein Term vornehme, dann kann ich eben, wenn ich das invertiere, sagen, okay, Wörter, die in sehr vielen Dokumenten vorkommen, kriegen eine sehr, sehr kleine Inverse Document Frequency. Und wenn ich die Termhäufigkeit damit multipliziere, dann kann ich so diesen Effekt, dass es oft in jedem Dokument vorkommt, einfach mit einpreisen und sagen, das hilft mir jetzt gar nicht als Term. Dagegen Terme, die in sehr wenigen Dokumenten vorkommen und einem bestimmten Dokument vielleicht sehr häufig, dann möchte ich das nochmal boosten, indem ich eben dann einen hohen Inverse Document Frequency Wert habe. Das wird heute auch immer noch sehr, sehr weit verbreitet benutzt und hat eben so diese Idee von Loon, Termhäufigkeit zu benutzen, ein bisschen erweitert. In den 70ern wird dann auch quasi der Gruppe um Salton attributiert, das sogenannte Vector Space Modell fürs Information Retrieval formalisiert zu haben und entwickelt zu haben. Das ist aber mittlerweile als so ein bisschen, naja, Irrglaube entlarvt worden. Es gab zwar die entsprechende Entwicklung, aber das eine bestimmte Paper, was da immer zitiert wird, der Vector Space Model for Information Retrieval, das gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, wie das passiert ist, kann man so einen Artikel von Dugin nochmal nachlesen. Im Prinzip über die 70er, oder vielleicht auch schon seit den 60ern, gibt es so die Idee, Dokumente in so einen Vektorraum zu repräsentieren, also gerade die Kosinus-Ähnlichkeitsidee von Salton. Aber das Ganze dann als Retrieval-Modell zu formalisieren, hat ein bisschen länger gedauert und dann eigentlich erst 1979 oder Anfang der 80er gab es noch so ein bisschen Kritik an der Idee und Verbesserung. Eigentlich so erst über die Ende 70er, Anfang 80er ist so dieses Vektorraummodell dann tatsächlich so richtig formalisiert worden. Gucken wir uns später auch in der Vorlesung nochmal an. In den 70ern unumstritten hat Stephen Robertson, auch ein sehr wichtiger Name im Bereich des ER, das sogenannte Probability Ranking Principle propagiert und gesagt, naja, das Beste, was ich machen kann, ist im Prinzip beim Ranking Dokumente danach zu ranken, wie wahrscheinlich sie den Nutzer zufriedenstellen werden. Das ist das Beste, was ich machen kann. Und das große Problem dabei ist natürlich, diese Wahrscheinlichkeit irgendwie zu bestimmen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Dokument den Nutzer zufriedenstellen wird? Danach sollte ich ranken. Das, was am wahrscheinlichsten den Nutzer zufriedenstellen wird, sollte auf Rang 1, das zweitwahrscheinlichste auf Rang 2 und so weiter. Das Prinzip ist unumstritten. Das Problem, was man dabei nur hat, ist, ja, wie kann man diese Wahrscheinlichkeit bestimmen? Und darum drehen sich auch viele im Prinzip Ideen im Bereich der Retrieval-Modelle, dass wir eben sagen, okay, wir versuchen das Probability Ranking Principle in ein Retrieval-Modell zu gießen, also in eine Art über Relevanz nachzudenken und mathematisch dann Formeln zu entwickeln, die helfen, Dokumente in eine Reihenfolge zu bringen. Und alle oder viele versuchen eben diesem Probability Ranking Prinzip zu folgen. Kommen wir später in der Vorlesung auch nochmal genauer dazu. Keith von Reisbergen hat dann auch als einer der einflussreichen und älteren Personen im Bereich des Retrieval gesagt, eigentlich ist sowas wie Termabhängigkeit nicht nur wichtig, sondern man sollte sie auch in solche probabilistischen Retrieval-Modelle mit einbauen. Also so die Idee von Salton nochmal aufgegriffen und ein bisschen präzisiert und heutzutage eigentlich auch überall gang und gäbe, dass man Termabhängigkeiten in irgendeiner gewissen Form, und sei es nur als Phrasensuche, mit implementiert hat in dem Retrieval-System. So, in den 80ern und bis hin Mitte der 90er sind dann weitere wichtige Entwicklungen passiert. Robertson, der von dem Probability Ranking Prinzip, hat mit Co-Autoren BM25 entwickelt, ein Retrieval-Modell, was die Idee von TF-IDF noch weiterentwickelt. Werden wir uns später in der Vorlesung auch nochmal ganz genau angucken, denke ich. Da geht es im Prinzip darum, noch so ein bisschen Dokumentlänge mit einzupreisen, was bei TF-IDF nicht passiert ist. Und BM25 ist heutzutage ein
Wichtiges Baseline-Retrieval-Modell, wenn man sagt, ich will mich mit irgendwas vergleichen, was alle kennen. Oft nimmt man dann BM25, weil es in vielen Zusammenhängen ganz gut funktioniert. Eine andere Idee, die sich dann in den 80er, 90ern durchgesetzt hat, ist so das sogenannte Semantic Indexing, Latent Semantic Indexing, LSI. Da gibt es die Idee, dass ich im Prinzip Dokumente und Anfragen einbette in einen Raum, den ich quasi bekomme, wenn ich die Term-Dokument-Matrix per Singulärwertzerlegung zerlege. Term-Dokument-Matrix zeigt eben im Prinzip sowas wie Gewichte für Terme in Dokumenten. Also man könnte beispielsweise einfach nur Häufigkeiten zählen und sagen, Term X kommt in Dokument Y so und so oft vor. Das, wenn man eine große Kollektion sozusagen aufschreibt, eine riesige Matrix ergibt, also quasi Spalten für Dokumente, Zeilen für Terme oder umgedreht, je nachdem, wie man es aufzeichnen möchte, und dann eben in jeder Zelle steht, wie oft kommt dieser Term in der Dokumentmatrix vor. Und da das natürlich ziemlich aufwendig ist, so eine Term-Dokumentmatrix zu speichern für eine große Kollektion, haben die Leute gesagt, Singulärwertzerlegung wird alles kleiner, niedrigdimensionaler und wir repräsentieren dann eben Dokumente und Anfragen in diesem niedrigdimensionaleren Raum. Auch eine ganz interessante Idee, die im Prinzip auch so ein bisschen so diesen Semantikgedanken dann mit reingebracht hat, dass man sagt, ähnliche Sachen, ähnliche Terme sollen dann natürlich ähnlichere Einbettungen bekommen. Auch eine wichtige Idee, die sich entwickelt hat, ist das sogenannte Stemming, der Porter-Stemming-Algorithmus, den werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen später in der Vorlesung, der hilft im Prinzip Wortendungen beispielsweise wegzulassen. Und beispielsweise, wenn ich nach einem Singularwort suche, auch die Pluralform zu finden oder umgedreht. Das ist eine ganz einfache Form von Stemming, aber macht auch eben noch ein bisschen mehr der Porter-Stemming-Algorithmus, der heutzutage auch in vielen Retrieval-Systemen beispielsweise beim Indizieren mit benutzt wird. Kommen wir später in der Vorlesung auch noch mal ein bisschen genauer dazu, wie. 1992 war dann die erste TREC-Konferenz, also auch schon eine ganze Weile her. Und wir hatten schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass quasi TREC eine der einflussreichsten Evaluierungskonferenzen im Bereich des Retrievals ist. Es ist auch tatsächlich immer noch so. Da finden jedes Jahr sogenannte Shared Tasks statt, also Wettbewerbe, wo internationale Teams teilnehmen. Und die Wettbewerbe sind meistens um irgendwas wie ein Suchproblem zentriert. Und gerade so in den 90ern hat dann die ganze Retrieval-Forschung einen unheimlichen Push dadurch bekommen, dass es solche quasi standardisierten Benchmark-Datensätze gab, die dann eben bei TREC benutzt wurden. Und plötzlich ging die Entwicklung dann rasant voran. Also beispielsweise BM25 hat sich dann als besonders gut in diesen TREC-Wettbewerben herausgestellt und hat dann eben sowas wie TF-IDF ersetzt, einfach für Baselines etwa und hat auch für viele Suchprobleme eben sehr, sehr gut funktioniert. Auch in den 80er, 90ern hat dann Norbert Fuhr, ein deutscher IR-Wissenschaftler, die Idee propagiert, dass man quasi Ranking-Funktionen nicht wie bisher immer durch mathematische Analyse so manuell erstellt, sondern er hat gesagt, naja, es wäre doch auch gut, aus Nutzerinteraktion sozusagen zu lernen, beziehungsweise aus Bewertungen, die man von Menschen hat, welches Dokument ist für welche Anfrage relevant und welches ist vielleicht nicht relevant für die Anfrage, daraus zu lernen, wie man besser ranken sollte, also durch maschinelles Lernen. Das hat sich erstmal gar nicht so durchgesetzt, weil eben die Maschinen nicht stark genug waren, nicht diese Idee unterstützen konnten, praktisch umzusetzen. Aber heutzutage bei den ganz großen Suchmaschinen wird eigentlich so eine Ranking-Funktion nur noch quasi maschinell gelernt und zwar aus auch Nutzerinteraktion, Nutzerfeedback, wo klicken die Nutzer drauf und so. Und Fuhr war einer der ersten, der diese Idee propagiert hat und hat dann auch vor ein paar Jahren im Prinzip dafür und für einen seiner anderen Beiträge im Bereich der digitalen Bibliotheken und so weiter auch den Salton Award bekommen. Als bisher einziger deutscher Wissenschaftler in dem Bereich. So, ab Mitte der 90er bis so in die ersten 2000er Jahre hat sich dann natürlich, Sie wissen es wahrscheinlich, irgendwie das Web etabliert. Ja, so 1994 vielleicht am CERN so die ersten Entwicklungen in diese Richtung. Und seitdem gibt es eben sowas wie Webcrawler, die man braucht, um das ständig wachsende Web immer vorzuhalten, aktuell zu halten, neue Webseiten zu finden, für die Suchmaschine indizieren kann. Mit dem Web gab es dann natürlich auch so Probleme wie Spam-Dokumente. Da gab es dann Entwicklungen von den Google-Gründern Brin und Page, die haben PageRank entwickelt, oder auch John Kleinberg, der im Prinzip mit dem Hits-Verfahren sowas Ähnliches sich überlegt hat, wo es darum geht, zu erkennen anhand des Linkgraphen, welches sind denn die wichtigeren Dokumente, also sowas, die Grundidee im Prinzip von beiden. Wenn wichtige Dokumente auf mich zeigen, dann bin ich auch wichtig. Wenn keine wichtigen Dokumente auf mich zeigen, bin ich nicht so wichtig. Und das war so die Idee, eben zu sagen,
rein Netzwerkstruktur basiert zu entscheiden, was vielleicht gute und schlechte Dokumente sind, ohne überhaupt auf den Inhalt zu schauen. Auch in den späten 90ern, Anfang 2000 hat sich so die Idee entwickelt, auch einfach zu analysieren, was die Menschen denn mit so einem Suchsystem machen, also die sogenannte Query-Log-Analyse, die Anfragen anzuschauen und die Klicks auszuwerten, die die Nutzer nach einer Anfrage durchgeführt haben. Das war sehr einflussreich, um beispielsweise festzustellen, was für Anfragen könnte man einem Nutzer vorschlagen. Also Leute, die mit unterschiedlichen Anfragen auf die gleichen Dokumente klicken, die bekommen dann eben die anderen Anfragen vielleicht auch als Vorschläge schon. Oder sowas wie Spelling Correction. Ne? Früher gab es keine Spell Correction in Suchmaschinen. Man hat dann einfach beobachtet, was die Nutzer direkt nach einer Anfrage vielleicht für eine sehr, sehr ähnliche Anfrage gestellt haben und ist dann davon ausgegangen, das ist dann die korrektere Schreibweise. Man hat überlegt, wie man Anfragen expandieren kann. Also wenn jemand eine sehr kurze, noch zu uneindeutige Anfrage stellt, was könnten denn Ergänzungstermine sein? Sowas konnte man alles in den Anfragelogs im Prinzip erkennen. Und eben auch die Klickinformationen auswerten für beispielsweise sowas wie Learning to Rank, also aus den Klickinformationen Relevanzsignale ableiten, die sagen, na, die meisten Nutzer klicken auf Rang 2 viel mehr als erwartet wäre durch den Positional Click Bias beispielsweise. Die meisten Leute klicken ja doch immer auf Rang 1, egal ob das ein gutes oder schlechtes Ergebnis ist. Hier klicken jetzt plötzlich für eine bestimmte Anfrage sehr viele Nutzer auf den zweiten Treffer, überproportional viele, als dass sie so im Durchschnitt tun würden. Wahrscheinlich ist also der zweite Treffer gar nicht so schlecht. Auch in den 90ern, Anfang 2000 hat sich die Idee entwickelt zu sagen, na, ich indiziere für ein Dokument nicht nur den Text, den das Dokument selbst enthält, sondern ich indiziere für so ein Dokument auch noch extra die Textstellen, die andere Dokumente benutzen, um auf dieses zu linken. Also diese sogenannten Ankertexte, das ist das, worauf man quasi im Web klickt, was dann blau oder irgendwie sowas hervortritt. Also das, was die Links sind, wo man draufklickt, würde man den Text als Ankertext bezeichnen und den kann man noch zusätzlich indizieren. Und die Grundidee dabei ist, dass das üblicherweise ein anderes Vokabular benutzt oder ein bisschen ergänzendes Vokabular benutzt im Vergleich zu dem eigentlichen Dokument und hat sich auch als sehr, sehr inspirierend und wichtig für viele Weiterentwicklungen bei Retrieval-Modellen herausgestellt, dass man da eben besser ranken kann, wenn man den Ankertext mit indiziert. Dann gab es auch in diesen Jahren so die Ideen zu sagen, naja, quasi dieselbe Information immer wieder in den Top 10 anzuzeigen, ist vielleicht auch nicht so günstig. Man sollte das ein bisschen diversifizieren. Eine wichtige und einflussreiche Veröffentlichung dazu war eigentlich nur ein Short Paper auf der Konferenz CKIA, glaube ich, Maximum Marginal Relevance, um halt zu sagen, naja, ich versuche immer, also auf Rang 1 natürlich das Relevanteste zu schreiben, aber auf Rang 2 versuche ich dann vielleicht nicht noch ein etwa Duplikat von dieser Information zu schreiben, sondern eine Art anderen Aspekt des Themas, und zwar den zweitrelevantesten und dann auf Rang 3 vielleicht eher den drittrelevantesten, um eben sozusagen den Grenznutzen, den der Nutzer dann da hat, zu erhöhen. Also eben eher in den ersten Treffern so ein bisschen unterschiedliche Sachen anzuzeigen. Hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt, gerade für mehrdeutige Anfragen geht es heute immer darum zu sagen, naja, ich habe nicht nur eine Interpretation der Anfrage, wo ich dem Nutzer Ergebnisse für anzeige, sondern zwei, drei. Und die Ergebnisse, die mische ich einfach in beispielsweise die Top-10-Einträge oder in sowas wie einem sprachbasierten Suchumfeld, würde ich einfach sagen, da muss ich vielleicht nochmal zurückfragen, meinst du jetzt das, das oder das? Auch in diesem Bereich gab es eine Idee zu sagen, ja, für die Relevanzbewertung könnten auch Sprachmodelle irgendwie nützlich sein und es hat sich dann so ein bisschen Language Model basiertes Retrieval Feld aufgebaut, wo man sagt, wir benutzen Sprachmodelle in Retrieval Modellen. Da kommen wir sicherlich später in der Vorlesung auch nochmal genau dazu. Einer der ersten Arbeiten dazu war von Ponte und Croft, die gesagt haben, wir benutzen Sprachmodelle mal für das Ranking im Bereich des Information Retrieval. Ja, wie sieht es denn heute aus? Es war ja ein langer Weg, also so 1950 gab es so diesen Begriff, aber es gab auch schon quasi in der Bibliothek von Alexandria irgendwie so eine Art Retrieval, in dem man die Pinacas beispielsweise benutzen konnte und Menschen als Retrieval-Maschinen sozusagen benutzen konnte, was dann so ein bisschen alles mehr automatisiert wurde, erst mechanisiert, dann automatisiert. Also ein langer Weg, was man heute macht, ist irgendeine dieser Suchmaschinen benutzen, indem man aktuell mehr oder weniger meistens immer noch, man sieht zumindest auf einem Desktop-Rechner oder so benutzt, in so ein kleines Feld irgendwie was eintippt, so eine Art Telegramm-Keyword-basierte Anfrage.
Das, was jetzt in der Zukunft sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr noch etablieren wird, ist eher sowas, dass man mit den Dingern spricht, ne? Also heutzutage ist es schon so, dass mehr als die Hälfte der Suchanfragen, die solche Suchmaschinen bekommen, von mobilen Geräten kommen. Mit vielen mobilen Geräten spricht man schon oder eben mit solchen voice-basierten Assistenten. Das ist ein langer Weg, den es da gibt und ja, hat sich viel getan. Und was genau über diese Zeit sich so alles entwickelt hat, das werden wir uns in der Vorlesung alles noch ein bisschen mehr im Detail anschauen. Danke erstmal.